Ja, Jonas Hiller, zuerst kurz schnell ein Resümee von euch. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Ja, wir sind glaub, gut gestartet. Das erste Goal ein bisschen hat uns etwas gebremst. Aber wir hatten unsere Chancen. Aber am Schluss wird uns wieder das Boxplay zum Verhängnis. Und wenn du 5 Goale bekommst, wird es schwierig zu gewinnen. Genau, das müssen wir über das 1-0 reden. Der hat die Scheibe draußen gesehen, oder? Ist aber das Plexiglas gegangen, sehr wahrscheinlich nicht mehr an. Oder habt ihr etwas anderes gehört von den Mannschaftskollegen? Nein, es ist klar die Runde bei den Dingen. Und im Normalfall ist das, zählt das als draußen, wird abpfiffen. Im 99 von 100 Mal ist das so. Wieso das heute nicht so ist, weiß ich nicht. Und am Schluss ist natürlich mein Fehler, dass ich nicht weiterspiele. Ich habe das Gefühl gegen den Pfiff gehört, aber ich nehme nicht an, dass abpfiffen haben und dann geht es weiter. Und dann muss ich es nachher auf meine Kappe nehmen. Ja, dann müssen wir schnell polemisch, aber gleich schnell darüber reden. Letztes Jahr im Halbfinale seid ihr 2-0 vor, dann habt ihr 4-2 verloren. Was spricht dafür, dass das mal nicht mehr passiert? Ja, ich glaube, in allen Spielen haben wir unsere Chancen gehabt. Wir sind kleine Sachen, die uns im Moment kosten. Gleichzeitig, ich glaube, von der Energie her, wenn wir unser Spiel spielen, zeigen wir, dass wir auch phasenweise dominieren können. Und das müssen wir auch weiterhin machen. Danke vielmals für Glück fürs Spiel.